Willkommen zurück zum VLDC 12. Die Sumpfwelt ist beinahe komplett. Es fehlen eigentlich nur noch die Rainy Ruins. Die sind hier genau in der Mitte. Und da fängt es auch schon an zu regnen. Pokerface, 32. Platz. Wow. Dieser Splash-Effekt. Und dazu Hollow Knight-Musik. Das macht schon mal eine gute Atmosphäre. Wow. Okay. Hier geht's rein, ja? Dachte ich mir. Ich würde so gern da oben drauf. Ist aber wohl nicht erlaubt. Ja, vielleicht ist es ja sogar ein bisschen an den weißen Palast angelehnt. Hoppla! Ich habe irgendwie gedacht, das würde mein Momentum verringern, aber es ist nur... Es ist nur optisch. Obwohl ich mache Splashes. Super nice. Hoppla. Bis ich die mal begriffen habe, ey, das dauert noch 2 Jahrhunderte. Das Level fasziniert mich. Ich finde das atmosphärisch Bombe. Geisterraum. Wer waren die drei? Die wollten da nur Tee trinken. Secret? Kein Secret. Das sieht aus wie eine Röhre. Ey, dieser Port ist fantastisch. Wer hat den gemacht? Hui! Kein Schwimmen. Na, guck mal. Ich bin nicht der einzige Chuck, der hier rumläuft. Das freut mich. Als ob! Wie gemein. Ist doch immer gut, einen Panzerfreund dabei zu haben, ey. So, was war jetzt eigentlich hier drüben noch? Ist das Secret, das ich von der anderen Seite gesehen habe? Oder ist das der Weg? Gute Frage, weil bisher waren immer Röhren der Weg. Nein, Panzerfreund! Und dann auch noch ausgerechnet von einem Fisch. Das tut doppelt weh. Ich glaube, ich gehe als erstes mal durch die Tür. Obwohl ich mich gerade echt nicht entscheiden kann. Schade, dass es in Mario World keine Red Coin Level gibt. Aha. Naja, was auch immer die anderen Wege gewesen sein wollen, die werde ich mir auch noch angucken. Das sind Vanilla-Grafiken alles? Das ist so geil. Oh. Bitte nicht Zerquetschung. Das hat jetzt nicht Auswirkungen auf den Rest des Levels, oder? Das wäre irgendwie... Nee, warte, hat er jetzt mit dem Layer eine andere Tür reingescrollt? Aber selbst wenn, Türen funktionieren ja auf Screen-Basis in Mario World. Ich bin sehr konfuzzelt, aber gleichzeitig unfassbar fasziniert. Vor allem, wie das jetzt hier schön runterläuft und das alles aufgefüllt hat. Jetzt könnte ich auch da oben lang? Das ist aber ebenfalls ein Weg, wo man hin kann. Sehr schön. Aber da es kein Interface hat, weiß ich gar nicht, wie viele ich jetzt habe. Es waren 2000 Punkte, das bedeutet, ich habe... 2? Oh, die Kamera. Moment, ist das der Raum von vorher? Ja. Ich glaube, das ist er. Ja. Lassen Sie mich gehen. Das Wasser wurde gespeichert. Hier kam ich vorher auch nicht hoch. Okay, dann spielt es wohl keine Rolle. Ob man da vorne hochgeht oder hinten. Aber hier auf der Seite regnet es nicht. Nur auf der anderen. Das ist ein hoher Baum. Und da drüben wäre nichts gewesen, oder was? Das muss ich als erstes untersuchen. Das kann natürlich sein, ne, dass da... Da ist Duff! Da ist Duff! Yeah, Baby! Ich sehe eigentlich, das Einzige, was dieses Level runtergezogen haben könnte, ist vielleicht die Länge. Weil ich noch keinen Checkpoint hatte. Und wenn ich jetzt alles nochmal machen müsste, wäre das schon ziemlich hart. Obwohl, das sieht irgendwie nach Ziel aus. Vielleicht kriege ich ja nochmal eine Coin, bevor ich zum Ziel komme. Vielleicht war es doch nicht das Ziel. What?
Oder warte, komm ich nochmal zurück? Was, wenn das der Checkpoint war und ich habe ihn nicht erkannt? Möglich. Hi. Tja, dann machen wir es halt ohne. Die Fische sind eingesperrt, was für ein cooles Detail. Wow. Ich bin verwirrend, dass das Wasser... Doch, das Wasser hat Einfluss auf mich. Aber nur komischen. Ach, das ist mein Pilz da oben. Ich dachte gerade, was hängt denn da? Ah, Hilfe! Mhm. Doch, die Kerzen im Hintergrund sind... Die so existieren die nicht, oder? In Vanilla Mario World. Es gibt Kerzen, aber die sehen nicht so aus. Wie hat er die wohl zusammengebastelt? Na, knapp verpasst. Warten wir nochmal. Mhm. Oha, oha! Ist das eine Decke? Ah ja. Dann kann ich denen nichts anhaben. Ich glaube, jetzt wird's nochmal heftig. Ah. Aber auch das sieht fantastisch aus mit diesem komischen Schatteneffekt da oben. Juhu. Ich will nicht zu weit nach oben. Sonst kriegen sie mich. Ich habe das Gefühl, die kriegen mich jetzt dann trotzdem irgendwie. Sie schaffen es noch. Könnte hier noch irgendwo eine Coin sein? Oh mein Gott! Da habe ich mich wohl ein bisschen zu weit vorgewagt. Jetzt wird es auch noch kalt. Ah, eisig. Ich gucke, aber ich habe nichts gesehen. Schilder ignorieren wie immer gekonnt. Yes, ich habe alle. Wow. Exit. Das ist bestimmt eine Exit-Pipe. Ich weiß nicht, was ich zu dem Level sagen soll. Das war... Wow. Einfach nur wow. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das nicht besser platziert sein konnte. Ernsthaft. Mich interessiert jetzt noch, was dieser Stern ist. Ob das wirklich der Checkpoint war oder was es damit eigentlich auf sich hatte. Oha! Was ist denn das? Das muss aufgetaucht sein, weil ich alle Dragon Coins hatte. Aber das ist nur eine Abkürzung. Ist das eine Abkürzung? Der Raum sagt mir im Moment gar nichts. Hm. Ach so! Ist das vielleicht für den Mond? Wieso ist hier mehr Level? Das ist ja fantastisch! Immer her damit. Was ist das? Also ein Leben. Ich wollte nicht, dass mein Cape irgendwie verloren geht. Hm. Haha. Dämlicher Disco-Panzer. Ach nee, das war auch nur ein Leben, das war nicht der Mond. Ich möchte hier mal kurz hochfliegen. Ich kann nicht, bin zu dumm zum Fliegen. Ist das hier jetzt ein bekannter Abschnitt? Auch nicht wirklich. Nein, ich will es ja nicht überfliegen, ich will mir das schon angucken. Zwei Röhren zur Auswahl. Ich nehme mal die hintere. Einfach so, weil ich es kann. Das ist auch ein anderer Raum. Alter, wie riesig ist das Level? Und das kann man echt alles verpassen? Wenn man nicht nochmal reingeht? Ah, hier waren wir schon mal. Das, ja, das kommt mir bekannt vor. Wow, was habe ich denn dann jetzt gerade die ganze Zeit gemacht? Oder hätte ich vielleicht doch in die andere Röhre rein sollen? Bin ich jetzt schon an diesem Checkpoint vorbei? Nein. Auch interessant, dass der Wasserpegel bleibt. Ich glaube, der war hier oben, ne? Der Checkpoint. Wenn es denn einer ist. Ja, Tatsache.
Okay. Dann werde ich jetzt aber nochmal kurz rausgehen und die andere Röhre ausprobieren. Aber eigentlich muss es schon was mit dem Cape zu tun haben, oder? Sonst wird man es doch nicht kriegen. Okay, da ist eine Decke. Weil das Cape ist das, was anders ist, im Gegensatz zum ersten Playthrough. Da! Okidoki! Echt, das Level hat mir super gut gefallen. Was man vielleicht ankreiden kann, ist, es ist schon hauptsächlich ein optisches Level. Und es gab jetzt keine Challenges oder Hindernisse, die einen irgendwie gefordert hätten. Obwohl dieser eine Autoscroller-Abschnitt, der war nicht ohne mit dem Boost-Ceiling. Und das Ende war ein bisschen lahm. Ich finde, so eine Exit-Pipe ist immer... Aber okay. Wirklich cool. Das war's mit der Sumpfwelt. Die hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Es waren super komische Level dabei, aber auch ein paar richtige Klassiker, kann man sie fast schon nennen. Werde ich mich noch lange dran erinnern. Wo waren wir denn jetzt eigentlich noch nicht? In der Dream World. Ich glaube, wir gönnen uns mal die Dream World. Vielleicht ist das auch sowas wie die Abstract World aus den vergangenen... aus den vergangenen VLDCs. Ja, auf jeden Fall. Genial. Vaporwave-Atmosphäre. Und hey! Stimmt der HDMI-Gradient? Ist das korrekt dargestellt? Ich hoff's mal. Sublime. Ah! 95. Platz. Huh! Nice. So ein bisschen Pastellfarben. Sieht aber hübsch aus. Okay. Von mir aus. Hey, da oben ist noch mehr. Was könnte das sein? Na komm. Na klar. Ich habe schon eine. Wo war die? Ich gar nicht mitgekriegt. Auch dieser Soundtrack ballert. Ich mag Soundtracks mit viel Bass. Da kannst du mich immer mit abholen. Weil ich mag den SNES-Bass auch sowieso. Das ist so ein schöner, wummiger. Mhm. Was sieht man denn da? Ein P-Switch? Keine Ahnung, ob man da abstürzen kann. Ich nehme es mal fast an. Ja, die große Frage, ne? Aktivieren wir den sofort oder was machen wir mit dem? Ich knall... Oh, das... Moment. Das ist wie eine kleine Hilfe. Nett. Zwei. Was war das? Oh, lol, was soll da der Käse denn? Und vor allem, warum war der Block schon vorher da? Und ich bin über den drüber gelaufen. Ja, definitiv zwei. Water. Mhm. Freundliche Delfine? Gegen freundliche Delfine habe ich ja gar nichts. Klack. Irgendwie ist das ein gutes Level. Ich mag das. Moment. Hätte ich den P-Switch etwa jetzt bis hierher mitbringen müssen, wenn ich da oben hin will? Mal gucken, ob das auch so reicht. Achtung. Ah, die spawnt. Das reicht nicht, ne? Ah, no. Ich sehe keine andere Möglichkeit. P-Switch müsste auf jeden Fall noch hier sein. Oh, das dreht sich im Kreis. Natürlich. Warum auch nicht? Hey, das ist ein interessantes Hindernis. Das könnte man auch mal in einem Kaizo-Hack einbauen. Ein bisschen schwieriger. Delfinio! Gut, dass da drei Dinger dran waren, sonst wäre ich jetzt ins Leere gesprungen. Das ist echt witzig. Ich mag das. Nein! Ich mag das. Vielleicht lieber doch nicht in dem Kaizo-Hack verwenden. Ja, okay, das ist für eine Coin. Probieren wir mal. Halb so wild. Mario zittert ein bisschen, er hat Angst vor dem, was ihn hier erwartet.
Ruhe! Oh, das war nur so halb im Bild. Ich habe keine Hand frei, um zu scrollen. Das ist hier freestylen die Delfine jetzt aber, du. 4! Was ist 4? Ist da unten Boden, ja? Sehr schön. Ach da, oh nein. Bestimmt ist die letzte Coin da oben. Wie kommt man denn da am gescheitesten hin? Muss man hier den Schwung aus dem Rutschen mitnehmen? Yeah. Aber da ist die Coin gar nicht. Manno. Das passt jetzt überhaupt nicht zusammen mit dem Ziel. Das ärgert mich. Einmal warte ich noch. Nee. Okay. 95. Platz? Warum? Ach so, ich weiß ja schon, wo die Münze ist. Ich muss nur den P-Switch mitbringen. Ah, Kurzzeitgedächtnis. So, da ist er. Lass ihn bloß nicht fallen, Mario. Das ist auch eine coole Idee. Man kann den P-Switch entweder dafür benutzen, um sich hier die Stellen einfacher zu machen. Oder man bringt ihn mit und kriegt was geschenkt. Wie weit war denn das eigentlich noch von hier aus? Nicht so weit. Klock. Da ist es auch schon. Also holen wir erstmal den Koopa von der Decke. Lol. Da ist eine Röhre. Was hat's denn mit der auf sich? Naja, das wäre zumindest mal die Coin. Nein, das war die falsche Seite. Okay, dann machen wir uns kurz klein. Was ist das denn? Warum ist sie umgedreht? Naja, ist auf jeden Fall schön, Luigi mal wieder zu sehen. Da fällt mir ein, ich kann als Luigi spielen. Mache ich nur nie. Der ganze Raum ist Falschraum. Rum bis auf den Falschraum. Der Rum ist Falschraum. Naja, auf jeden Fall. Cool. Was es auch immer damit jetzt auf sich hatte. Floating Ruins von Eternity Larva. 34. Platz. Was bedeuten die Plätze eigentlich noch? Weiß nicht genau. Wow. Das sieht auf jeden Fall ebenfalls sehr, sehr nice aus. Warte, mit diesem Sternbild im Hintergrund. Erinnert fast ein bisschen an Rainbow Road aus Mario Kart. Hat sich der Block gerade aufgelöst? Oder war das nur eine Einbildung? Hm? Guck mal, mein Unendlichkeitslebenssymbol flasht. Das ist am Raven. Das ist ein sehr gelber Pokey. Warum? Was ist... Holla, holla! Was... Ah! Was ist das denn jetzt? Schnell, schnell weg. Aber das ist meistens, wenn ein Level so was macht, dann nützt es nichts, wegzulaufen, weil das kommt direkt die nächste Schose, die so ähnlich ist. Schluss damit. Geht's hier noch weiter nach oben? Ich mag die Farben. Jetzt im Kontrast zu diesem Pastell ist das voll kräftig. Oh Gott, was ist das denn? Voll verwirrend, der Autoscroller im Hintergrund. Hä? Wo ist hier Wasser und wo nicht? Das täuscht irgendwie total. Es hat fast ein bisschen was von den Sternenblöcken aus Celeste. Die Stacheln hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Eigentlich müsste ich seit Luminescent wissen, wie man aus Wasser rausspringt, aber irgendwie doch nicht. Ja, dass man ein bisschen Schwung hat. Man muss einfach nur so nach oben schwimmend aus dem Wasser raus, dann kriegt man ein bisschen Momentum. So, das war ganz schön knackig. Kommt hier noch mehr, ja? Ohne Checkpoint? Was ist das denn für eine einzelne Münze? Ree? Du mich auch, Ree? Ohoho, wie bin ich noch am Leben?
Das würde zum Beispiel in einem reinen Vanilla Mario World nicht funktionieren. Da würde man ständig sterben, wenn man zwei Sachen gleichzeitig... Oh, ich hätte auch noch mitfahren können für den Mond. Als ob. Knochenwerfender? Kein Knochenwerfender? Ich habe noch 90 Sekunden. Und leichte Panik. Ach nein. Keine Panik. Solides Level. Das hätte jetzt einen Checkpoint vertragen können, würde ich mal sagen. Aber ansonsten... Nicht schlecht. Sogar Lust, diesen Mond. Ja, ich meine, theoretisch mache ich einfach nur nochmal das Gleiche, oder? Um diesen Mond zu kriegen. Aber der ärgert mich. Ich will den haben. Hat ein bisschen was von Super Mario Maker Wiggler. Ja, das ist sogar der einfachste Teil hier. Moment. Ich glaube, ich bin sowieso nah am Ziel, oder? Genau. Mano. Ja, ein cooles Level. Der Teil mit den Sägen ist sogar der einfachste. Ich fand den mit den Layer 2 Wasser, dem scrollenden Hintergrund, der war nicht ohne. Coolio. Haben wir hier etwa ein Geisterhaus? Dann würde ich mal sagen, changen wir ganz quick auf den guten Luigi. Elusive Dreams von TikTok Clock. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm wie Super Mario 64. TikTok Clock. Wie heißt der Kurs? TikTok Trauma heißt er auf Deutsch. TikTok Clock heißt er? Heißt er tatsächlich so auf Englisch? Ghost House. Oh, das ist ein Trampolin. Was? Ja, das ist wohl der Elusive Part hier. Yuri? Kommt der nochmal? Wo war denn? Da? Der ist zu tief. Der nützt mir nichts, um da hochzukommen. Kann natürlich sein, dass er hier noch mehr unsichtbare Blöcke oder so versteckt hat. Gehen wir mal weiter. Obwohl ich ja schon wissen würde, was dieser Block da oben zu bedeuten hat. Die Röhre? Kann man da stehen? Ist da eine Reihe von Pixeln, auf der man stehen kann? Wunschdenken. Ja, man kommt nicht höher. Kommt nicht dran vorbei. Kann man da... Boah, ist das zum Festhalten oder nicht? Please. Naja, gehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Das ist sehr schön vertäfelt hier. Was ist das denn für ein Viech? Das ist ein halber Mario. Ein halber Mario, was ist... Irgendwie ist in diesem Level funktionieren Dinge nicht. Das sieht schlimm aus. Also da haben mir die Feuerkopf-Chucks aus dem Forest of Chucks wesentlich besser gefallen. Als diese Abnormität hier. Toll. Was? Ich check hier gar nichts. Da sind irgendwo komische Grafiken, die einen zurückhalten und was weiß ich noch alles. Ich will den jetzt nicht mehr. Dann so mehr komische Marios. Alles hier ist komischer Mario. Wenn ich jetzt noch groß gewesen wäre. Ist hier nicht zufällig ein Power-Up drin? Da, was? Ach so, da kann man draufstehen. Warum? Das ist ja super merkwürdig. Ist doch mehr so ein Hintergrundfenster, Gitter, was auch immer. Das sind wieder Trampoline. Das ist nett. Das war der dümmste Augenblick, um auf den drauf zu springen. Kommt der? Der kommt nicht. Sehr schön. Es gibt doch immer eine Lösung. Die Levelgeometrie ist ein bisschen... Weiß nicht. Wieso kann man hier eigentlich zurück? Das ist ja nicht normal in Mario World. Dass man immer automatisch zurück kann. Röhre oder Tür? Röhre funktioniert nicht. Würde ich mal sagen, nehmen wir die Tür. Tür
Türen erlauben nur keine Panzer, Freunde. Chuck, ich brauche mal kurz deine Unterstützung. Hier bin ich. Was für ein Trottel. Danke. So. Brauche ich ihn etwa nochmal? Ach, die kann man gar nicht kaputt machen. Dann konnte man die vorher vielleicht schon nicht kaputt machen. Da ist, was ist das? Also das Level ist weird, aber jetzt nicht unbedingt auf eine schlechte Art und Weise. Es ist halt einfach... Es ist halt einfach weird. Vor allem wegen dieser ganzen komischen Mario-Sprites. Aber die Musik passt irgendwie überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht. Das gibt dem Ganzen noch mehr Weirdness. Das ist auf jeden Fall ein Checkpoint wert. Da habe ich ja nie was gegen. Da ist einfach so ein Fenster, das vergessen wurde einzubauen. Kann man die einfach löschen, diese geflügelten Goombas? Kann jemand mal die ROM nehmen und das wegmachen? So, wo kann man hier überall stehen? Hier zum Beispiel. Naja. 4. Piranha-Pflanzen gehen da nicht mehr weg. Warum gehen die da nicht mehr weg? Mehr Chucks. Ich muss aufpassen, ich will den nicht killen. Brauche ihn noch. Ich weiß nicht, ob das ein Softlock ist, wenn man den aus Versehen umbringt. Sieht ein bisschen danach aus. So, andere Seite vielleicht auch noch. Oh. Ja, klar. Warum auch nicht? In so einem riesigen Level, das 50.000 verschiedene Wege hat. Wo hätte ich denn hier jetzt einen Panzer hergekriegt? Was? Oh, okay. Was zum Geier, ey? Starman? Was mache ich denn mit dem? Meine Zeit verschwenden. Das mache ich mit dem. Guck mal, wo man hier überall drauf stehen kann, was einfach total irreführend ist. Da ist die letzte Coin! Komm ich an die ran? Merci. Muss ich mich wenigstens darum nicht... Jetzt versuche ich mal noch ans Ende zu racen. Oh no. Das sieht schlecht aus. Wo ist der P-Switch? Oh. Da ist er. What? Hä? Was? Manno. Ach nein, das will ich ja gar nicht. Hier sind Power-Up drin, okay. Was ist das für einer? Whistling Chuck? Ach nein. Toll. Aber sie sehen witzig aus. Immerhin das. Die hören nur leider jetzt nicht mehr auf. Das ist der Whistling Chuck Super Cooper Generator. Das heißt, ich aktiviere das und gehe zurück? Was? Hier ist eine Tür. Oh. Da ist noch mehr Level. Mit random... Oh! Mit random Münzen? Hat auf jeden Fall einen ganz anderen Vibe jetzt angenommen. Was ist das? Moment, hier war ich schon mal.
Cool. Und noch mehr Level. Ach nein, ich hab's geschafft. Was für coole Airship-Grafiken, wo sind die denn her? Ah, aus dem Geisterschiff. Die Bullaugen. Ha! Wie gesagt, das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die man mal so stehen lassen kann. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao.